So, Trine. Es gab einmal drei tapfere Helden. Psst. Erwählt von einem Artefakt, dessen Namen lautete der Trine. Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden. Nein, die Geschichte kenne ich nicht. Das ist der erste Teil, den muss man jetzt nicht gespielt haben, um den zweiten Teil zu verstehen. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs. Ja, das ist der, den ich mal gespielt habe, am liebsten. Und den Kampf liebte. Ja, der hatte das hier, das sind meine Eigenschaften im privaten Leben. Eine Unternehmerin? Überhaupt nicht. Soja, du bist diese Dieben-Quatschfigur hier völlig tarnen. In einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Ich bin wie der Schatten, ich bin überall. Du bist ein Schleichertyp. Okay, so. Schick, bunt alles. Ja, es ist total schön. Also ich mag das echt gerne. So, jetzt muss mir dann erstmal gleich zeigen, wo kriege ich fette Waffen her. So, Waffen gibt's ja hier nicht. So eine AK oder so, eine M4. Hey, mach das aus. Ich bin hier am Schlafen. Was ist denn? Wer ist da? So stehe ich früh morgens auch immer auf. Wenn die Sonne mein Zimmer scheint. So. Okay, ich bin der Blaue. So, okay. Wie war denn das? Ich hab's ja schon mal gespielt. Mit Malen hier. Du kannst so eine komische Vierecke in die Luft malen. Und mit der anderen. Genau, mit der rechten Maustaste kannst du die dann bewegen. Und mit Doppelklick auf die Sache machst du die kaputt. Wie hab ich hier zugebracht mit dem Zeug? Das macht Spaß. Okay. Alter, ist das... Oh. Wie seltsam. Ja, wieso, als wärst du auf LSD? Ey. Das ist echt schick. Was ist... Oh, jetzt hab ich gesprungen. Ich muss nochmal zurück. Stand was. B und Leer ist was? Leertaste springen hier. Oh, aber mit W-Taste ist auch springen. Ja, ich nehme so, Leertaste wie beim Shooter. Na gut, aber wenn man jetzt mal DayZ nimmt, dann ist das bei V. Nein! Die ist so glibberig! Jawohl! Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Ich bin da runtergeglibbert. Konnte er Dinge anheben. Au. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Oh, guck mal, ey. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Kommt auf den Gedanken. Oh, oh. Ich hab dir viel geholfen. So. Was? Ey, du kannst glaube ich erst im Moment erst eine Kiste machen. Kriegst du die Flaschen eigentlich auch, die ich aufhebe? Ich denke ja, ich glaube, die kriegen wir jetzt gemeinsam. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Ach so. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Boah, Skiller. Oh. Nein. Die Flaschen sind manchmal richtig versteckt. Also ich verlange zu wissen, was hier passiert. Ich dachte gerade, was ist mit meinem Charakter los? Der war immer weg. Naja, es ist immer, wenn die Geschichte kommt, dann ist nur einer noch da. Oh, er ist cool. Pontius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht.
Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Das war mindestens schon 60 oder 70. Dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. Heute spielen wir den Dicken, oder was? An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Okay. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Boah, das ist geil. Jawohl. Alter, ja, jetzt wird's mit interessant. Ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen. Bring dir Rücken, um höher zu hüpfen. Ah, okay. Oh. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Da oben ist so eine Blase. Die Fieslinge müssen am ersten Anblick von mir geflohen sein. Oh. Göttlich. Ups, bist du auch runtergefallen, ja? Ich war falsch? Weiß ich nicht, mal gucken. Hör mal, Waffe wechseln, Mausrad. Ah, der Sturmhammer. Oh, das sieht gefährlich aus. Ah, man hat sogar mehrere Waffen, cool. Aber mit dem Schwert sieht irgendwie cooler aus. Bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Ja, was kennt er denn für Pusteblumen? Der Trine! Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Ich muss auf jeden Fall die Musik ein bisschen runterkurbeln. Man hört ja mehr Musik als das Gequatsche im Spiel. Ja, das kannst du ja alles selber. Spät in der Nacht war Zoe ja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Oh, ein Jäger! Ganz genau. Geil! Was ist das? Na, so ein. Das ist ihre. So eine komische Dingslanze eben so. Achso, das ist aber nicht so. Indem man sie hochziehen kann, natürlich. Ach, da kann man sie auch hochziehen. Ja. Auf jeden Fall cool. Taube! Ja, aber. Achso, man muss länger gedrückt halten, um mehr Power zu haben. Oh. Machst du jetzt? Getan. Wie machst du das? Auf Umschalt. Gefällt mir nicht. Umschalt? Ja. Ich hab das jedenfalls auf die. Vielleicht liegt es bei dir auf einer anderen Taste, aber bei mir ist es Umschalt eben. Vielleicht ist es bei dir Steuerung? Nee. Jetzt muss man deine Einstellung. Aber wir werden es ja glaube ich gleich. Bitte sagen wir vielleicht erzählen gleich, wenn wir was brauchen. Ja genau. Bogen schießen, linke Maustaste. Na, ja, ist gar nicht rechte gesehen. Maustaste. Achso. Oh, geil. Nein! Oh. Zoya glitt durch die Stadt. Komm ich denn jetzt hoch? Ein Flüstern. Weiß ich nicht. Schlecht. Pass auf jetzt. Schieß den Enterhaken um hin. Ah, das ist aber ganz schön tricky. Oh! Aber ganz schön, das ist so ein langer Seil. Sonst wäre ich gerade eben voll aufgeschmissen gewesen. Und hopp. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Ah, jetzt macht voll Fun. Ehrlich?
Ey, das macht echt Spaß. Ich kann den ganzen Tag lang machen. Es ist erst ein Führungslevel, ne? Der Trine. Wie lästig. Dann später muss man das natürlich alles aus dem FF machen. Was tust du? Ja, vor allem später können wir auch auswählen, welchen von den drei wir jetzt spielen. Alle drei laufen dann das Level lang. Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Oh, ich will den Jäger. Wo gehen wir hin? Das wissen wir noch. Man braucht die immer unterschiedlich, immer um die Level zu machen. Ein neues Waffen. Man braucht aber immer den Jäger. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Sagenhafter Schatz. Eine Kiste voll Nutella, eine AK, Billy Boy und einen Leopardpanzer zum Ausklappen. So sieht's in Bennys Zimmer aus. Das ist sehr rosa. Hey, jetzt fang da nicht du auch damit an. Lass das Abenteuer beginnen. Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Okay. Wir uns etwas um und finden es heraus. Ich komm nicht ran. Aber sprinten kann man nicht hier irgendwie, wa? Ich weiß nicht genau, wie war denn das. Wie hast du die Klasse gewechselt? C und V. Boah, C und kannst du mal durchfahren oder halt vor und zurück gestuttert. Okay, das ist ungünstig, weil ich mit den Tasten meinen TS mute immer. Nein! Alter, dann muss ich mal kurz meine Einstellung nochmal ändern. Jetzt? Ja, warte mal kurz. Ich hänge hier in der Zeit ein bisschen rum. Ja, komm mal nochmal zurück, weil ich dich dafür noch brauche. Ich brauche dich dafür noch. Achso, 1, 2, 3. Okay, nee, zurück. Auf 1, 2, 3 kann man deine Helden wechseln, die da jeweils. Aber hier war noch eine. Oh, verdammt! Das war uncool. Wie bist du denn jetzt gestorben? Genau so. Achso! Perfekter Start! Am letzten Checkpoint. Na dann. Jetzt aber. Hier oben so eine Flasche, komm mal her. Achso. Komm mir nur nicht ran irgendwie, stelle ich mich hier gerade an wie der erste Mensch. Oh Gott, ich häng fest. Okay, der hat noch die Zauberer dafür dann. Okay, ich muss echt mich wieder reinfummeln hier. Was ist, wenn du jetzt tot bist und ich lebe noch? Ich glaube, dass ich respawn, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber... vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob es da eine Taste für gibt. Das hast du gerade in-game gesprochen, oder? Ah, jetzt bist du ja da. Okay. Was? Aber wie kommt man denn da hoch? Ah, guck mal, durch das Wasser wächst hier der Pilz, ja. Aber auf jeden Fall, was kann man immer nur ein Kästchen machen? Ja, am Anfang mal. Später kann man noch viel mehr machen. Au, nein! Au!
Oh, da sind ganz viele von den Dingern, ne? Ja. Wann denn da hoch? Nein. Boah, wieso kannst du jetzt drei machen? Na, weil ich das schon mal gespielt habe. Ich glaube, es gibt hier so ein komisches Level-System irgendwie. Jawoll, was ein T-Rex! Guck dir diese super Physik an, ey, wie man das Wasser umlenken kann. Aber man muss ja richtig denken, oder was? Ist ja schlimm. Ja. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Ganz genau, Bro. Ja, da brauchen wir da oben sind noch, da oben sind noch Dingers. Warte mal. Ah, okay. Nein! Oh. Irgendwie... Oh, müssen wir hier Teamplay und so. Willst du mich jetzt hochheben, wenn ich da drauf stehe? Nee, kann ich nicht. Okay, jetzt, wo habe ich? Nein, nicht schon wieder! Junge, Junge, ich stelle mich heute echt an. Wie stupide der Pfeil da gegen den Fels geknallt ist. Hammermäßig. Hier, da brauchst du den Hammer. Ach ja. Jawohl. Gegner. Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol deinen Piekser, wir kochen den großen Alter, Dicken. Gollum, Armee. Oh. Oh. Angriff! Zurück. Sind wir dafür hier? Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Mal ich mag sowas. Ich nicht. Das ist auch lustig. Aber kommt da? Jetzt kann ich nicht mehr runter. Oh. Ah, jetzt kann ich hier skillen. Ja genau, das ist eben das. Ich habe das schon durchgespielt, darum ist meine Charaktere alle schon gespielt. Pfeil? Frostpfeil ist ja cool. Eispfeil? Feuerpfeil? Ah, Unsichtbarkeit ist hier. Achso, das sind da die Kosten, die es einfach kostet. Unsichtbarkeit. Vielleicht nimm mal einen Frostpfeil. Wow. Ah, okay. Sie ist wieder Teamplay gefragt, also. Wie? Na, ich glaube, wenn ich jetzt hier nämlich runtergehe, genau, dann schwenkt das nämlich wieder um. Ich weiß nicht, ob das... Jetzt ist die Kiste zu schwer. Oder man macht das doch. Pass auf, jetzt wird es kompliziert hier. Erstmal, das sind immer die Speicherpunkte hier. Ach ja. Ach, was? Hast du da von oben irgendwas gelöst, wa? Ja, genau. Hier hinten war, glaube ich, noch was. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Müssen wir mal gucken, aber hier hinten war noch was. Irgendwie kommt man noch hier oben. Noch da oben, ne? Boah. Das rote. Oh. Das rote sind Lebenspunkte. Ja. Nee, ich meine, da oben ist so ein rotes Fläschchen oder so. Ich glaube, das ist ein Heiltrank. Oh, den bräuchte ich. Wunderbar. Hast du jetzt bis hochgesprungen oder? Ja, ich bin hier an den Kanten ran.
Achso. So, ich kann jetzt hier einen Fall machen, aber wenn du raufspringst auf die Kiste, dann fällt sie runter. Da muss ich also beeilen, ne? Ach da, ich muss die große Flasche holen, wa? Ja. Hast du alles? Ich hab die große Flasche, den Heiltrank und... So. Okay. So, das haben wir hier schon gemacht. Das, was bringen die... Ach, die Flaschen bringen ja Erfahrung. Ja, genau. Ah, scheiße. Warte mal, da oben ist doch irgendwie so ein großer grüner Ball. Nein. Ah, das ist echt tricky. Aber das letzte Mal, dass die Kisten einfach... Ja, ich hab die Kiste jetzt auf die Rampe gepuckt. Ah, ich krieg's nicht hier. Zack. So, kommen wir nach hier oben? Ja, wie denn? Nimm den Zauberer. Achso, da kommen wir, genau. Oh, hier ist eine Kiste. Truhe. Mal auf. Die öffne ich. Auf E, mit E, glaube ich, ne? Ein Sammelgemälde. Wie eine Schlange. Schön. Ja, ich würde sagen. Machen wir mal. Oh, das klappt um. Genau. Eieiei. Jetzt wo er hängt. Würde ich mal sagen, machen wir hier einen kurzen Break rein. Okay. Und wir sehen uns in der Folge 2 wieder.